Hold up. Yeah. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich euch zeigen, wie man bei Minecraft PE, also Pocket Edition, Mods installieren kann. Und ja, das werde ich euch jetzt auch zeigen. Als erstes braucht ihr diese vier Sachen, die hier oben sind. Block Launcher zum Mods installieren. Mods von Minecraft PE zum Download von den Mods. Dann noch die Minecraft APK, die ihr die kostenlos bekommen könnt, sage ich euch auch. Ich packe euch einen Link in der Beschreibung, wo ihr es runterladen könnt. Den Link hier packe ich euch in der Beschreibung. Oder, also das ist jetzt für die, lass mich jetzt nicht lügen, ich glaube 2.3 Android Version. Also für diese Sachen ungefähr. Und okay, jetzt ist der andere Link gerade weg. Aber auf jeden Fall packe ich euch nochmal einen anderen Link in der Beschreibung für die, die mehr als 4.0 haben. Also ab der 4.0 Version. Also habt ihr euch jetzt Minecraft runtergeladen, installiert ihr es bloß noch, ganz normal. Dafür müsst ihr einfach bloß in den Einstellungen unter Anwendungsmanager, ich zeig euch das jetzt einfach mal. So, wenn ihr jetzt die beiden Dateien, die kommen, wenn wenn man, um auf den Download zu kommen, geht man, musste ich zumindest auf die Seite ADF Fly gehen, und jedes Mal, wenn ich da auf weiterjagen bin, nachdem die Zeit oben abgelaufen ist, ich weiß nicht, ob wer kennt, aber wenn man dann die Werbung überspringt, dann kommt man ja zum Mediafire. Und da lädt er automatisch diese beiden Dateien runter und die nerven mich gerade auch. So, lange ist die Rede, kurzer Sinn. Habt ihr die Minecraft APK runtergeladen, geht ihr auf Paket Installationsprogramm. Dann habt ihr diesen Bildschirm. Zumindest wird er dann bei euch in der Einstellung fragen, ob ihr das zulassen wollt, dass der, dass euer Handy eine APK installiert, die nicht vom Play Store ist, und die bestätigt ihr und installiert sie damit. Habt ihr sie installiert? So, geht, habt ihr die? Dann funktioniert die auch. Das ist die aktuelle Version, die gerade im Play Store ist und 6,99 kostet. So, habt ihr die? Geht ihr im Play Store und lädt euch als erstes die App Block Launcher runter. Das ist die hier. Sieht nicht viel, und damit könnt ihr die Mods dann installieren. Die App sorgt dafür, dass ihr die Mods reinkriegt. Habt ihr die, braucht ihr dann noch diese App hier, Mods for Minecraft PE. Hier könnt ihr die Mods downloaden. Und ja, so, dann gehe ich mal drauf. Also habt ihr die beiden runtergeladen, also die drei Dateien, und alle installiert, dann könnt ihr ab sofort, wenn ihr mit Mods spielen wollt, nur noch den Block Launcher als ganz normales Minecraft starten. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Also da sind die Mods nicht drin, dafür ist der Block Launcher da. So, habt ihr die drei Dateien jetzt installiert, geht ihr auf die App, dann geht ihr auf Stöbern Mods, dann habt ihr hier verschiedene Mods. Ich kann mal gucken, also ein Mod habe ich gerade noch drin, und das ist Too Many Items, damit ich in Kreativ auch auf Überleben wechseln kann, weil das nervt immer, das Spiel zu verlassen, zumindest zu ändern. Ich zeige euch das jetzt mal mit der Dubstep Gun. Also wer Dubstep nicht kennt, das ist halt so eine schräge Musik, auf jeden Fall cool. Und hier steht dann auch, was ihr drücken müsst ins Spiel, das erkläre ich euch gleich nochmal. So, habt ihr jetzt einen Mod gefunden, der euch gefallen hat, geht ihr auf Installieren, dann lädt ihr das runter. Das kann kurz dauern, es kommt darauf an, wie groß die Dateien sind. Dann geht ihr hier steht, willst du diesen Mod PE Script importieren? Das heißt, er fügt jetzt den Mod ein, da geht ihr auf Importieren. Und dann braucht ihr noch das Texturen-Pack, das fügt auch automatisch ein. Und da geht ihr auch dann auf Importieren, sonst funktioniert der ganze Mod nicht. Ihr braucht nämlich beides.
Bei manchen Mods braucht man nur eins. Auf jeden Fall habt ihr das installiert. Geht ihr auf Block Launcher. Und dann könnt ihr, dann seid ihr in ganz normalen Minecraft. Werdet ihr gleich sehen. Na komm aus Knick. So, das ist mein Skin, den ich mir eingefügt habe. Deswegen in den Download-Ordner hat man sie sehen. So, jetzt gehe ich auf irgendeine Welt. Keine Ahnung, meine Welt. So, und dann steht da, sobald ihr das Spiel startet, also ich bin jetzt im Überleben. Das Spiel hat gerade ein bisschen rumgespackt, das kann ab und zu mal vorkommen. Steht da oben jetzt slash dubstep auf der Seite. Und da geht ihr dann einfach hier oben drauf. Dann habt ihr hier dieses Feld zum Schreiben. Und dann gibt ihr das da oben ein, was da steht. Also slash dubstep im Überleben. Und dann werdet ihr sehen. Okay, jetzt habe ich gerade, sorry, aber ich habe gerade die Items in mein, ja, wie soll ich das sagen, in mein Inventar habe ich die gerade. Ich packe die mal kurz weg, weil ich nicht weiß, wie man den Kack hier wegwerfen kann. Muss ich mal kurz rüber schmeißen, damit die Items jetzt nicht nerven. So, das passt. So, und jetzt gebe ich noch mal eins, slash dubstep, und sobald mein Inventar frei ist, werdet ihr sehen, dass es funktioniert. Step, so. Und schon seht ihr, dass ich die drei Waffen habe, wie gezeigt, also die Dubstep-Kanonen. Und dann habt ihr bei den meisten Mods hier so einen Schalter, und dann, wenn ich drauf drücke, guck mal kurz nach oben. Okay, der macht jetzt keinen Sound. Bei Dubstep hat man ja diesen Sound, den zeige ich euch jetzt. Irgendwie zeigt er das gerade nicht, warum auch immer. Ja, eigentlich hat man Sound, aber der ist gerade bei mir nicht, deswegen keine Ahnung. Auf jeden Fall habt ihr gesehen, dass die Dubstep-Cam funktioniert. So, jetzt gehe ich mal zum Startbildschirm und zeige euch jetzt, wenn ihr den Mod nicht mehr wollt und einen anderen haben wollt, die Werbung ist schrecklich, dann geht ihr hier oben einfach auf den Schlüssel, geht auf Verwalter Mod PE Scripts. Hier sind eure Mods drin, also ihr wollt jetzt, sage ich mal, die Dubstep Gun entfernen. Dann drückt ihr einmal drauf und dann geht ihr auf Löschen. Habt ihr das? Wartet ihr kurz und dann geht ihr hier auf Texturenpack. Das Texturenpack muss nämlich auch weg. Dann geht ihr hier einfach auf Remove, dann ist das komplett gelöscht und euer Mod-Ordner ist wieder frei. Auch nicht zu viel auf einmal installieren, also es funktioniert immer nur ein Texturenpack. So, und jetzt wurde ich automatisch auf Minecraft zurückgebracht. So, jetzt könnt ihr euch, sage ich mal, noch Mods installieren und das funktioniert dann. Ja, ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen, am liebsten über einen Daumen hoch und ein Abo, wer neu ist. Und ja, ich habe vor, ein neues Projekt zu starten, und zwar euch Mods vorzustellen. Und vielleicht zeige ich euch noch, wie man Skins installiert und wie man sich Mods selber macht. Schreibt es bitte in den Kommentaren, wer Mods will. Also ich glaube, ich mache es sowieso dann. Und ja, also ich fange heute oder morgen mit neues Projekt an, wo ich euch halt die Mods hier vorstelle. Wer damit nicht klarkommt. Und ja, bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.